Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Heute dreht sich alles um Zungenbrecher, die kleinen sprachlichen Herausforderungen, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Ich bin Max, euer Moderator, und ich werde euch durch dieses aufregende Abenteuer des Deutschlernens führen. Bevor wir mit den bekanntesten Zungenbrechern beginnen, lassen Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, was ein Zungenbrecher ist. Ein Zungenbrecher ist eine Phrase oder ein Satz, der viele ähnliche Laute oder Silben enthält, die schwierig auszusprechen sind. Sie helfen dabei, die Aussprache zu verbessern und die Muskeln der Zunge zu trainieren. Jetzt kommen wir zu den Zungenbrechern. Wir haben die bekanntesten Beispiele für euch ausgewählt. Lasst uns anfangen. Wenn hinter fliegen, 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 fliegen nach. Hinter Hanne Hermanns Haus hängen 100 Hemden raus. 100 Hemden hängen raus hinter Hanne Hermanns Haus. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. Wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo heißes Wasser wär. Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel nicht. Essig, Essig nicht. Essig, 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 Essig nur mit Kopfsalat. Die Meisen aus Meißen sind ganz normale Meisen, nur eben aus Meißen. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. Es klapperten die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klangen. Brautkleid bleibt Brautkleid. Und Blaukraut bleibt Blaukraut. Die Kirchhofer Stadtkirche hat ein kirschfarbenes Dach. Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Ein tüchtiger Chirurg schließt tschechisch-chinesische Freundschaft. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei Schwalben. Ein sehr schwer, sehr schnell zu sprechender Spruch ist ein Schnellsprechspruch. Auch ein nur schwer schnell zu sprechender Spruch heißt Schnellsprechspruch. Tipp zur Verbesserung der Aussprache. Zungenbrecher sind nicht nur lustig, sondern auch eine großartige Möglichkeit, eure Aussprache zu verbessern. Übt sie regelmäßig und langsam, um die Laute genau zu formen. Ihr werdet sehen, wie sich eure Fähigkeiten im Laufe der Zeit verbessern werden. Das war es für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt eure Zungenbrecherfähigkeiten verbessert. Vergesst nicht, sie mit euren Freunden und Deutschlernenden zu teilen, um eine frohe Herausforderung anzunehmen. Wenn ihr noch mehr Zungenbrecher kennenlernen möchtet, lasst es uns in den Kommentaren wissen und wir werden ein weiteres Video für euch vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren aufregenden Deutschlernvideos zu verpassen. Tschüss und viel Spaß beim Üben der Zungenbrecher!